Finger weg, gefährlich. Ilex aquifolium, die giftige, magische Stechpalme. Spannende Mythen, Geschichten, Überlieferungen, Märchen oder vielleicht sogar doch viel mehr Tatsachen, als man glauben möchte. Jedoch sind Tatsachen in Wahrheit einfach nur Sachen, die einmal getan wurden. Bestehende Tatsachen ändert man, indem man einfach etwas Neues tut. In der Tat und mit Erfolg, was bedeutet, es erfolgt etwas, wenn man es nur schon vor dem inneren Auge deutlich sehen kann, dann verwirklicht fühlt und schlussendlich durch sein Tun in die Realität der Welt holt. So lautet das Schöpferprinzip. Noch ein Zitat, das beschreibt, wie viel tiefgreifender eine Beschäftigung mit dem nun Folgenden werden kann. Magie ist die Kunst und Wissenschaft im Einklang mit dem Willen, Veränderungen herbeizuführen. Wer der Autor dieses Zitates ist, kann jeder selbst herausfinden. Nur so viel. Die Veränderung selber ist wertfrei und kann sowohl das Gute wie auch das Schlechte des Angestrebten zum Ziel haben. Verschiedene anerkannte Studien voneinander unabhängiger Forschungsgruppen und deren Wissenschaftlern wurden schon vor einiger Zeit, man könnte fast meinen, insgeheim durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten wahrhaft Außergewöhnliches. Aber als eine neue, aktuellere Forschung diese Entdeckungen analysierte, hat man etwas Schockierendes, vielmehr Faszinierendes realisieren müssen. Dies wurde und wird trotz eindeutiger Belege weitestgehend verborgen gehalten und das soll wohl auch so bleiben. Der sich daraus ergebende Fakt aber war, und das wird immer mehr Menschen bewusst, die menschlichen Emotionen formen buchstäblich die Welt um uns herum. Aber nicht nur unsere Wahrnehmung der Welt, sondern die Wirklichkeit selbst. Mehr zu diesen eindeutigen Forschungsergebnissen und Beweisen, wie tiefgreifend unsere Emotionen tatsächlich wirken, mit Quellen später. Aber nun zu unserem neuen Beitrag, der sehr eng mit diesen Fakten in Verbindung steht. Mein sehnlicher Wunsch für die Zukunft, begleitet von tiefen Emotionen, ist in jedem Fall schon länger, doch endlich ein wenig zaubern zu können und damit diese aus den Fugen geratene Welt wieder zurechtzurücken. Diese lebensfeindliche Welt, in der wir alle ausharren, konnte im Grunde auch nur so entstehen, weil wir unsere wahrhaften Fähigkeiten, Veränderungen herbeizuführen, verlernt und vergessen haben. Mutter Erde hingegen braucht nicht besser werden. Sie war und ist immer gut. Aber die Fiktion, die wir alle hier erschaffen haben, die braucht dringend eine Aktualisierung, ein Update, wie man umgangssprachlich sagt. Wer glaubt, dass dies nicht möglich sei, wer nicht mehr an Wunder, den Zauber der Magie des Lebens glaubt, der hat offenbar vergessen, dass er selbst ein Wunder ist. Ich habe gemerkt und bin davon überzeugt, dass es dafür manchmal einfach eine Art von Werkzeug braucht, etwas Anfassbares, damit die Emotionen etwas mehr Unterstützung erfahren. Zu diesem Upgrade, zu Deutsch aufrüsten, nun etwas mehr. Projekt fertiggestellt, Mitte Februar. Hier sowohl eine kleine Bastelanregung dazu, mit ein paar spannenden Tatsachen zu den von mir bewusst ausgewählten, zusammengestellten Materialien, deren Wirkung und Symbolik. Und auch hier wieder zu einer als giftig verrufenen, vielmehr aber sogar sehr wirksamen Heilpflanze, als meinem Basiswerkstoff. Da kommen doch glatt Erinnerungen hoch, speziell an unseren Beitrag zu dem ach so giftigen, gefährlichen Fliegenpilz Amanita muscaria. Und nur mal angemerkt, das Wort Gift bedeutet im englischen Sprachraum doch bezeichnenderweise Geschenk, oder? Vor kurzem in einem Wäldchen, bei mir daheim im wunderschönen oberbergischen Gebiet, habe ich einen passenden, dicken Ast einer Stechpalme gesucht und gefunden
und habe diesen mit einer kleinen Handsäge am Taschenmesser durchaus mühevoll und angestrengt abgesägt. Daheim habe ich diesen Ast dann über 2 Tage hinweg mit Hilfe einer kleinen Schleifmaschine sorgsam von seiner grünen Rinde befreit und habe das Holz des Stabes und seine Astgabelungen glatt geschliffen. Das Ende habe ich ein wenig abgerundet und leicht zulaufend gestaltet. Wider Erwarten ist das Holz der Stechpalme sehr hart und ausgesprochen widerstandsfähig. Die Stechpalme mutet zwar meist nur an wie Buschwerk, jedoch kann sie zu einem bis zu sogar 10 bis 15 Meter hohen Baum heranwachsen und das stolze Alter von 300 Jahren erreichen. Ihr handschmeichelndes, sehr schönes, weißes Holz erinnert schon beinahe an Elfenbein und wurde wohl von Kunstschreinern in den guten alten Zeiten für wundervolle Einlegearbeiten verwendet. Ein Handwerk, das wie so viele gezielt und gewollt mehr und mehr verschwindet. Das Holz ist außerordentlich lange haltbar und wird kaum von Holzschädlingen befallen. In besseren Zeiten, früher, wurde es auch zur Herstellung von Spazierstöcken benutzt. Die Lebenskraft, die in diesem wintergrünen Gewächs steckt, wurde durchaus und zu Recht oft als Heilkraft gedeutet. Die heute kaum mehr verwendete Heilpflanze Stechpalme, Ilex aquifolium, soll erweichend, fiebersenkend, krampflösend und tonisch wirken. Der Tee aus den Blättern wurde als Stärkungsmittel und außerdem bei Rheuma, Gicht, Arthritis und katarrhalen Beschwerden erfolgreich eingesetzt. Die Stechpalme hat deshalb wohl auch einen festen Platz unter den Bachblüten und ist als die Nummer 15 Holy bekannt. Es soll die Essenz der Liebe sein und so Wut und Ärger beruhigen. Dr. Bach schrieb dazu: Für jene, die manchmal von Gedanken wie Eifersucht, Neid, Rachsucht oder Verdächtigung heimgesucht werden, kann sie die verschiedenen Formen von Ärger und Verdruss lösen. In der Naturheilkunde benutzt man von den Stechpalmen die im Frühling abgeschälte Rinde und die das gesamte Jahr über sammelbaren Blätter. Ich konnte im Übrigen feststellen und sogar beobachten, wie Pferde in Maßen hin und wieder an der Stechpalme knabbern, denn die Tiere haben im Gegensatz zu vielen Menschen noch intakte Essreflexe und wissen genau, was ihnen gut tut oder gar fehlt. Das Leben, die Natur, macht eben keine Fehler. Aber auch aus geschichtlichen Überlieferungen ist bekannt, dass bereits schon die Kelten die roten Beeren tragenden Zweige der Stechpalme gerne im Winter nutzten, um ihre Wohnstätten damit zu schmücken und um darin Geistern, Feen und guten Walddämonen in der Kälte ein Heim zu geben. Die Kelten schrieben dieser Pflanze besondere Kräfte zu und versprachen sich von ihr Schutz gegen Blitze, bösen Zauber und Verwünschungen. Ein Schelm! Werden die Äste mit den Beeren der Stechpalme nicht auch heute noch in dem unseren Vorfahren brutal aufgezwungenen Christentum als sogenannten Weihnachtsschmuck verwendet? Aber weiter im Text. Aus meinem sehr großen Fundus, unter anderem jahrelang gesammelter Wildvogelfedern, habe ich eine schöne Greifenfeder des Rotmilans ausgewählt. Aber auch symbolisch ist eine Feder per se sehr bedeutsam. An erster Stelle symbolisiert sie Freiheit und Weisheit, aber auch eine Verbindung zum Himmel, eine Verbindung zwischen dem Menschen und göttlicher Energie. Federn werden auch als das allgemeine Symbol für das Schreiben für Schriftsteller benutzt. Jeder kennt ja den Ausspruch zur Wirkung des geschriebenen Wortes. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Schon in der nordischen Mythologie sind Federn sehr bedeutsam. Die Göttin Freya, so ist es überliefert, hatte einen Mantel aus Federn, der benutzt werden konnte, um überall hinzureisen. Das untere Stück dieser Milanfeder habe ich mittels einem von mir vorgebohrten Löchleins dann in den Stechpalmenstab eingelassen.
Leider konnte ich eine Phönixfeder dafür nicht auftreiben, denn eine solche soll, wie es heißt, sich ja in dem Kern von Harry Potters Zauberstab aus dem Holz der Stechpalme befunden haben. Aber gut, leider war also kein Phönix und so eine seiner Federn auch nicht aufzutreiben. Aber auch der Milan als zweitgrößter Greifvogel nach dem Adler soll ein ausgesprochen mächtiges Krafttier sein. Denn der Milan steht wohl sinnbildlich für schnelle Entscheidungen, Perspektivwechsel, aber auch für Transformation und Selbstliebe. Dieser kraftvolle und imposante Greifvogel soll auf energetischer Ebene der Überbringer von Nachrichten und Neuigkeiten sein und soll helfen, bestehende Grenzen zu überwinden. Er erweitert den Horizont und ermöglicht dadurch Weiterentwicklung. Auch, so sagt man, trage er Sorge dafür, dass jene, die sich mit fremden Federn schmücken, sehr bald besiegt werden. Als ich das fand, dachte ich bei mir, besser geht's ja kaum. Das braucht es doch gerade heute sogar mehr als die Dinge, wofür der sagenhafte Phönix steht. Das Krafttier der Milan ist auch, wie so viele Arten in dieser Welt, vom Aussterben bedroht. Denn er steht auf der roten Liste und gehört zu den geschützten Tierarten. Anmerkung, und das nicht erst seit dem massiven Ausbau dieser grässlichen, nutzlosen Windräder, die für den Milan und viele andere Greifvögel und Insekten eine wirkliche Lebensbedrohung darstellen. Hier im Oberbergischen ist er jedoch noch häufiger anzutreffen. Und so ist auch meine Sammlung an prächtigen Milanfedern, die mir immer mal wieder zu Füßen lagen, recht groß. Noch kurz zu dem Fabelwesen Phönix. Es gibt ihn nicht und doch existiert er in den Köpfen vieler Menschen quer durch alle Kontinente und Kulturen. Er lebt in Mythen, Legenden oder Märchen. So fabelhaft, wie er zu sein scheint, braucht er keine Legitimierung durch die sogenannte Wirklichkeit. Er steht für den Kreislauf des Lebens, die Wiedergeburt und all das, so sagt man, was sich viele in unserer Gesellschaft wünschen, die Unsterblichkeit und das ewige Sein. Dann habe ich für mein Projekt ein passendes Kupferrohrstück für das Ende des Stabes herausgesucht. Warum Kupfer? Weil selbst anerkannte Studien das mit Material Kupfer als Katalysator beschreiben, dass also eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit eine Art chemische Reaktion bewirkt. Kupfer ist somit erwiesenermaßen aktivierungsenergiesteigernd. Mit dazu suchte ich für diesen meinen Zweck nun auch die passenden weichen und sehr hochwertigen Lederriemen heraus, einmal um das Kupferrohr mit dem Ende des Stabes zu verbinden, und zwar ohne störende, eventuell blockierende chemische Mittelchen wie Klebstoff zu verwenden und fortführend daraus noch einen weichen Ledergriff durch Umwicklung des Stabendes herstellen zu können. Ich habe dann eine ziemlich genau in das Kupferrohrstück und zu dem Stab passende Bergkristallspitze als Abschluss ausgewählt. Verbunden und in Kontakt mit sowohl dem Kupfer als auch dem Holz der Stechpalme und der darin eingelassenen Greifenfeder. Denn es heißt, der Bergkristall könne Erdstrahlen und Wasserstrahlen zu positiven Energien binden und bündeln. Und er soll Geist und Seele reinigen. Zudem löst der Bergkristall Energieblockaden auf. Der Bergkristall soll unter anderem auch zu gerechten und klaren Entscheidungen verhelfen, und es soll der Stein sein, der vor dunklen Energien schützt. Er gilt als Seelenpartner des Menschen, der uns Vertrauen vermittelt und der die Wahrnehmung, Selbsterkenntnis, Objektivität, Erinnerung, Klarheit, Logik, Realitätssinn, Demut, Vertrauen und die eigene Weiterentwicklung fördert. Und so ist mein kleines Kunstwerk also endlich fertig geworden. Mein selbst hergestellter, wundervoller und, wie ich finde, überdies auch sehr dekorativer, zauberhafter Stab,
mit einer Gesamtlänge von 54 Zentimetern. Ja, er ist deutlich länger geworden als jener von Harry Potter, der wohl 11 Zoll, also 27,94 Zentimeter lang gewesen sein soll. Aber gemäß Gerrick Ollivander, dem Zauberstabhändler aus der Winkelgasse, ist ja die Zuordnung eines Zauberstabes zu einem Zauberer, ausschließlich von der Größe her, nur ein eher grobes Maß. Lange Stäbe, so meinte er, sollen den großen Persönlichkeiten dienen, die einen weit ausladenderen und dramatischeren Stil der Magie bevorzugen. Na, wenn das mal nicht passt, denn in diesen monströs verrückten Zeiten braucht es halt mehr, und zwar dramatisch und ausladend mehr, Zauberkraft, um Veränderungen herbeizuführen, Zwinkersmiley. So, dann habe ich dann noch einen kleinen handtaschentauglichen Stab hergestellt, sozusagen ein kleiner Zauber to go, zum Mitnehmen und für unterwegs. Er misst insgesamt 19 cm und ist damit so lang wie der Griff der großen Schwester. Ja, mein zauberhafter Stab ist weiblich und trägt den althochdeutschen Namen Mathilda. Denn dieser steht für pure Kraft und bedeutet die mächtige Kämpferin. Und die Kleine bekam als Namen die Abkürzung von Mathilda, kurz Tilly. Schon seit 2020 trage ich ein mit Buchenholz bestücktes Kupferröhrchen immer und überall bei mir, da es unter anderem wohl vor Strahlung abschirmen kann, aufgrund derer ich in 2019 wegen des massiven Ausbaus des 5G-Netzes schwer erkrankt bin. Und so sind es nun nach den neu gewonnenen Erkenntnissen Zwillinge in meiner Hosentasche, ein Kupferröhrchen mit Buchenholz und jetzt ein weiteres mit der Stechpalme, einem Bergkristallsplitter und Anteilen einer Milanfeder. Sicher ist sicher. Sozusagen ergänzt um die Mini-Miniatur-Ausführung des zauberhaften Stabes. Aber nun erkläre ich mal kurz, warum ich meine Zeit auch immer mal wieder mit solchen und ähnlichen Tätigkeiten verbringe. Alleine das Ersinnen und dann Umsetzen von einer solchen Idee, die einen irgendwie tief berührt und nicht mehr loslässt. Dann das Sammeln und intensive Beschäftigen mit den verwendeten natürlichen Materialien und deren Symbolik und schlussendlich dann die Ausgestaltung. Einfach mal wieder richtig kreativ werden. Vom ersten Gedanken bis hin zur Fertigung, mit eigenen Händen etwas zu erschaffen. Das ist schon ein sehr bemerkenswert heilsamer und überaus wirkungsvoller Prozess. Ich habe mich mein Leben lang dagegen gewehrt, das zu werden, was man heutzutage einen richtigen Erwachsenen nennt, nämlich jenes entzauberte, banal aufgeklärte Krüppelwesen, das in einer entzauberten, banalen, aufgeklärten Welt sogenannter Tatsachen existiert. Zitat Michael Ende. Wenn ein Bild in deinem Kopf entsteht und du es dann zur anfassbaren Realität werden lässt, es bereichert ungemein und lässt mich zumindest in diesen Zeiten ein Stück weit echtes Leben spüren. Mein Leben lang war ich immer sehr kreativ, ob beim Zeichnen, der Fotografie, in Bastelarbeiten, dem Schreiben, Designen, Erfinden und vielem mehr. An der Stelle ein Zitat der Philosophin und Künstlerin Lies Hirn. Noch schöner als Visionen zu haben ist, sie zu verwirklichen. Und passend dazu noch drei Zitate von Osho. Gott ist kein Schöpfer, er ist Kreativität. Und Gott als Personifizierung ist die größte Fiktion, die es je gab. Und nicht zuletzt, Religion beginnt, wo Ideen enden. Mehr zu diesem weisen Mann in unserem Beitrag Erleuchtung. Wie geht das? Im Übrigen die Aussage schon von Nietzsche. Wir haben Gott getötet, ist die reine Wahrheit. Sie haben den meisten Menschen mit und mit
und in voller Absicht, planmäßig und ja, mit eiskaltem Kalkül, ihre göttliche, zauberhafte Kreativität geraubt. Noch zwei Zitate von Nietzsche. Aus der Welt ist der Zauber entwichen. Etabliert hat sich stattdessen eine hierarchische Ordnung der Werte. Und was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind? Wie recht er doch hatte, denn wie wir wissen, Religion beginnt da, wo Ideen, Kreativität enden. Zurück zum Projekt. Ja, natürlich kann man einen recht hübschen Zauberstab auch einfach mal eben käuflich erwerben. Es besteht offenbar, oh Wunder, sogar eine sehr große Nachfrage nach Zauberstäben. Allerdings sind diese in der Masse am Fließband produziert. Rein optisch erscheinen die meisten durchaus wie eine genaue Kopie der Zauberstäbe aus dem Film Harry Potter. Schnell hergestellt aus billigen Stoffen, auch Kunststoff, ohne Leben, ohne eigene Kreativität und dementsprechend natürlich ohne jegliche Energie, Emotion und damit ohne Magie und Kraft. Zudem, so heißt es zumindest, sei ja ein wirksamer, mächtiger Zauberstab immer individuell und einzigartig. Der Großteil der inzwischen stupiden Konsumgesellschaft merkt es aber immer noch nicht. Sie werden mit billigen, schlechten, wirkungslosen Konsumartikeln zugeschüttet, ja geradezu erstickt und vom wirklich wesentlichen, wertvollen, wundervollen weggeführt und so langsam aber sicher, zielgerichtet als Schöpfer abgetötet. Wie Osho schon damals sehr trefflich ausführte, alles, was perfekt ist, was sich nicht weiterentwickelt, ist bereits tot. Nebenher auch darum kann Gott nur tot sein, weil er sie es, selbst Gott wird ja in dem Irrwitz hier inzwischen gegendert, soll ja, wie die Kirche predigt, perfekt sein, oder? Ab jetzt geht's los hier mit der Zauberei. Dank kreativ und selbstgeschaffenem, ganz individuellem Zauberstab. Hex Hex und Abracadabra. Anmerkung, ja, ich lächle jetzt ein wenig bei dieser Aussage, aber hey, ich mag und mochte noch nie in dieser stupiden, gleichgeschalteten Gesellschaft dumpf und schön angepasst mitlaufen und lediglich Dinge tun, die die Masse für gesellschaftsfähig und akzeptabel hält. Frei nach Frank Zappa, der auch meinte, ich habe mir nie vorgenommen, seltsam zu sein. Es waren immer andere Leute, die mich seltsam nannten. Sei's drum. Wohlan, Bestellungen für zauberhafte Wünsche werden gerne in den Kommentaren unter diesem Beitrag entgegengenommen. Frei nach dem Motto, wünsch dir was. Scherz beiseite. Oder mal ehrlich, oder besser noch, geh raus in die Natur und finde sinngemäß deinen zauberhaften Stab. Heißt, pflege und fördere wieder deine Kreativität und Lebendigkeit. Vielleicht zunächst und nur für den Anfang mit einem hier niedergeschriebenen Wunsch? Weil heißt es nicht, dass so man einen Wunsch denkt, sehnlich fühlt, ausspricht und dann auch noch niederschreibt, dieser Wunsch bereits mit diesem Tun alleine Gestalt annimmt und so zur Tatsache wird. Auch Manifestation genannt. Manifestieren kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie sichtbar machen oder auch offenbaren. Das haben sogar in dieser Welt anerkannte Menschen, die offiziell Wissen erschaffen, also sogenannte Wissenschaftler, herausgefunden, ob sie wollten oder nicht. Diese Wahrheit, dass jeder Mensch ein Schöpferwesen ist, ist also selbst wissenschaftlich nicht mehr zu leugnen. Den Beitrag und besagte Studien, die dies belegen, verlinken wir für Interessierte hier unter unserem Video. Wir sind in jedem Fall sehr gespannt auf alle eure Wünsche und auf Meinungen zu unserem durchaus etwas sonderbar anmutenden Beitrag, geschuldet auch den ausgesprochen sonderbaren Zuständen in der Welt.
Wir lesen alle Kommentare und werden, wenn gewünscht, gerne deine Affirmation, deinen Wunsch mit dem magischen Zauberstab verstärken und sozusagen besiegeln, so dass es sich vielleicht etwas schneller und tiefgreifender manifestieren kann. Wir vom DWR-TV-Kanal für Erwachte freuen uns sehr, wenn du bis hierher bei uns geblieben bist und aufgrund dieser Anregung ins Tun kommst und als Schöpfer, der wir alle sind, wieder echte Tatsachen erschaffst. Ebenso freuen wir uns sehr über eine Bewertung für unsere Mühe und das Verteilen dieses durchaus etwas wundersamen, aber hoffentlich für viele anregenden Beitrag. Komm, Kaya. Und nun im Abspann noch ein wenig magische Musik von Markus und schöne Bilder, die zu diesem unseren Beitrag passen und die ein wohliges, vielleicht sogar magisches Gefühl hinterlassen mögen. Das Herunterladen und Verteilen auf unserem Kanal mit Angabe zur Quelle ist erwünscht und gestattet. Solltest du unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte hol dies nach und betätige auch die Glocke, damit du bei einem neuen Beitrag umgehend informiert wirst. Danke und macht's gut, bis zum nächsten Mal.